Ich nehme mal eins aus der jüngeren Zeit und da nehme ich die Walkürenkönigin von dem God of War von 2018. Das hat mich echt sehr genervt. Aber ich wollte die scheiß Platin-Trophäe, also musste diese Walkürenkönigin fallen. Und ich habe da 2 komplette Sessions echt nur an ihr gehangen. Ich weiß auch nicht, warum ich da solche Probleme mit hatte, aber ich habe so aufs Maul bekommen. Das hat mich so genervt. Aber irgendwann habe ich es dann geschafft. Dann lag sie und die Platin-Trophäe war mein. Ja, das ist relativ einfach, denn zu meiner Schmach muss ich sagen, es ist Ishin aus Sekiro, den ich nicht mehr beendet habe, den ich nicht gepackt habe. Ich habe ihn auch gar nicht so oft versucht, vielleicht so 10 Mal oder so, und dann hatte ich keinen Bock mehr. Das liegt auch ein bisschen daran, dass dann immer noch so eine Zwischensequenz davor kommt. Du musst dann immer erst hinlatschen, dann noch diesen Fight gegen Genichiro vorher machen. Das in seiner Summe nervt dann so krass, wenn du stirbst, dass du das alles nochmal machen musst, dass ich keinen Bock und keinen Nerv mehr hatte. Ich muss nochmal Final Fantasy X sagen. Und zwar gibt es da einen Kampf auf dem Luftschiff gegen so einen fetten Drachen. Ich glaube, der heißt Evrae oder Evrae? Irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht. Auf jeden Fall war ich entweder hoffnungslos unterlevelt oder das Vieh ist einfach so ein Arschloch und man kriegt es kaum platt. Auf jeden Fall konnte man irgendwie nicht laden an einem Punkt, dass man noch mal grinden gehen kann, um stärker zu werden. Ich musste ihn so unterlevelt, wie ich war, machen. Und dann habe ich ihn irgendwann geschafft. Und als die Abschlussanimation lief, hat mein Vater den Strom abgestellt! Der krasseste Endboss war auf jeden Fall Dr. Robotnik von Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Weil ich wollte das Spiel eigentlich auch gar nicht spielen. Das wollten wir, also mit einem Kumpel haben wir versucht, dass er mehr Platin-Trophys kriegt als ein anderer Kumpel von mir. Und wir haben beide halt versucht, da die ganze Zeit Platin-Trophys zu holen. Deswegen musste ich den spielen. Ich wurde sozusagen gezwungen. Ich hätte das sofort weggeworfen, weil das viel zu schwierig ist. Und weil Dr. Robotniks Mean Bean Machine auch einfach voll das schwierige Spiel ist, was ich nie verstanden habe. Aber ich musste ihn trotzdem. Eigentlich sind es mehrere Endbosse. Und zwar geht es um Hearthstone, um das Solo-Abenteuer Schatzjagd. Vor allem Xol die Unversehrte, das ist einfach die schlimmste von allen. Ich hing ewig dran, man muss 8 Gegner besiegen, um bei den allerletzten zu sein. Und dann bin ich jedes Mal abgekackt. Ich habe 10 Stunden gebraucht, locker, für Xol die Unversehrte. Bei mir war das der Endboss aus Sekiro, der, glaube ich, Ishin heißt. Und der hat ja so einen kleinen Vorarbeiter, der nennt sich Genichiro. Und das Problem ist, wenn man gegen Ishin verliert, dann muss man immer wieder erst, um es nochmal versuchen zu dürfen, gegen den Typi da vorher ran, Genichiro. Und wenn man dann schon so sauer ist, dann versucht man den natürlich schnell wegzukloppen. Und weil man dann so sauer ist, schafft man das nicht mal, also quasi scheitert schon am Türsteher. Und das ist richtig, richtig ein richtiges Scheißgefühl. Und man schafft es nicht mal, zum Endgegner hinzukommen. Das macht mich dann sehr, sehr wütend. Und dann höre ich auf jeden Fall auf mit dem Spiel. Und zwar ist das der Fehlgeborene bei The Witcher 3. Und zwar, wenn man diese Mission bei dem Baron macht und versucht, dieses Mistvieh zu töten oder halt zu retten, je nachdem. Und dann kloppt man die ganze Zeit drauf ein. Und dann ab der Hälfte, wenn man ihn ab der Hälfte so weit runtergekloppt hat, dann sagt er so, ah, hier, guck mal, ich habe hier so 3 Gestalten, die lenken dich ab. Und währenddessen heile ich mich einfach und die halten mich so lange auf, dass du einen ganzen Tag lang verbringst. Einen ganzen Tag. Ein Endboss, der mich ja quasi geknackt hat, sage ich mal, das war das Bloodletting Beast aus Bloodborne. Das war ja ein spezieller Boss in diesem pneumatischen Labyrinth oder wie das da hieß. Ja, Chalice Dungeons. So, aber den gab es einmal, da habe ich den geschafft, da war er gar nicht so schwer. Aber ein anderes Mal war der in einem sehr kleinen Raum drin, wo die Kamera völlig abgespackt ist, sodass ich keine Chance gegen den hatte. Der hat fiese Attacken gehabt, die ich beim ersten Encounter irgendwie bewältigen konnte. Beim zweiten war nichts zu machen. Und dieser Scheißboss hat mich auch davon. Der böseste, der schurkigste Endgegner, den es je in einem Spiel gegeben hat, ein Endgegner, bei dem ich jetzt noch Gänsehaut vor Grusel bekomme, ist auf jeden Fall Purpur Tentakel aus Day of the Tentacle. Er kommt an diesen Bach, trinkt aus dieser Brühe und ihm ploppen 2 Stumpen aus der Seite. Und auf einmal ist er so ein über ehrgeiziges Drecksschwein, so ein unglaublich böser, durchtriebener, fieser Tentakel, dass man einfach nur Angst haben muss. Da gab es einige, die mich richtig, die mir so hart auf den Sack gegeben haben, dass ich dachte, jetzt knirscht es und ich schmeiß euch in die Ecke. Aber der schwerteilige Ishin, also der Ishin, der Bossgegner von Sekiro in der Edelvariante, sag ich mal, der hat mich wirklich fast in den Wahnsinn getrieben. Aber im Gegensatz zu so manch anderen, der hier vor der Kamera schon darüber gesprochen hat, habe ich ihn dann letztendlich besiegt. Aber das war dann echt keine Befriedigung mehr, sondern so das Gefühl von Fleiß und Hauptsache die Scheiße ist durch.
Ja, dieser Endboss hat mich tatsächlich den Controller in die Ecke werfen lassen, was aber sehr gut war, denn es war Psycho Mantis damals. Ich glaube, ich war um die 9 Jahre alt, also noch nicht so schlau. Ich habe auch noch nicht so alles verstanden, was da passiert. Und Psycho Mantis ist natürlich so Mindfreak-Shit, den konnte man gar nicht normal besiegen. Aber dadurch, dass ich meinen Controller weggeworfen habe, weil ich so wütend war, habe ich aus Versehen den zweiten Controller gegriffen. Und plötzlich ging's, weil dann konnte er meine Gedanken nicht mehr lesen. Und ich habe mich mega schlau gefühlt und gleichzeitig aber auch ein bisschen dumm, dass ich es nicht früher probiert habe. Der absolut hinterhältigste Endgegner aller Zeiten ist meiner Ansicht nach der Waisenjunge von Kö aus Bloodborne. Weil man so lange braucht, um sich reinzuprügeln, wie der seinen Ablauf hat. Man muss ihn auswendig lernen, man muss sich zu 100% auf diesen Endgegner einstellen. Und direkt an zweiter Stelle, aber fast genau auf demselben Arschloch-Level, ist Genichiro aus Sekiro. Auch da muss man unglaublich viel lernen, aber diese Endgegner bringen einem eben auch das Spielprinzip sehr, sehr gut bei. Und das soll es ja eigentlich auch. Das soll ein böser Endgegner bringen, ne, in diesem Sinne. Der Endboss, der mich damals im Spiel, das ich sehr mag, fast in die Ecke hat werfen lassen, ist der Joker aus Arkham Asylum. Und zwar nicht, weil er unfassbar schwer war, daran erinnere ich mich fast schon gar nicht mehr, sondern wegen der Story und wie die am Schluss zu Ende geht. Und falls ihr es noch nicht gespielt habt, schaltet ab. Aber ansonsten, ne, ihr erinnert euch an den Titan-Joker, der sich Banes Serum spritzt und dann zu einem Monster wird. Es ist einfach nicht der Joker für mich. Der Joker muss für mich kein riesiges, kraftvolles Monster sein. Es ist zwar kein Endboss, aber es waren bei mir die Walküren bei God of War. Ich war fertig mit der Hauptstory, habe mich mega gefreut, die ganzen Trophäen einzusammeln und habe mit den Walküren begonnen und habe es dann auch relativ schnell sein lassen, nachdem ich bei der ersten schon so oft gestorben bin, dass ich einfach auch keinen Bock mehr hatte, die anderen Sachen für die Trophäen zu machen. Habe das Spiel jetzt seit einem Jahr nicht mehr angefasst und habe es jetzt erst wieder begonnen, vielleicht klappt es diesmal. Ich erinnere mich da an den Nameless King aus Dark Souls 3, der hat mich tatsächlich sehr wahnsinnig gemacht. Der Controller ist mehrmals durch den Raum geflogen und irgendwie habe ich es nicht geschissen bekommen. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie die Taktik und den reinen Ablauf hatte ich total verinnerlicht, aber ich habe den einfach nicht zerlegt gekriegt. Da war einmal dieser doofe Drache, dann dieser scheiß Rittermensch, der da nachher noch runterkommt und dann irgendwie, keine Ahnung, die krassesten Attacken abfeuert. Und das hat alles gar keinen Sinn gemacht. Irgendwann habe ich mir Kumpels zur Unterstützung geholt und dann hat es geklappt. Und irgendwann habe ich es auch noch mal alleine gemacht, einfach nur um mich zu rächen, aber es war fürchterlich. Okay, Endboss. Endboss. War gerade das Thema. Endboss war gerade das Thema hier in dem Video, was vor mir lief. Und der Endboss, der euch am meisten, der euch mal Böses getan hat, den könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, so als Rache sozusagen. Weil der will bestimmt nicht, dass er unter einem Game 2 Video auftaucht. Dann wäre er bestimmt ganz sauer, wenn ihr den da drunter schreibt. Also so könnt ihr es ihm zurückzahlen. Und uns könnt ihr es auch heimzahlen, indem ihr kommentiert und abonniert und die Glocke drückt. Ah, oh, die Glocke, die mag das gar nicht, wenn die gedrückt wird. Ui, ui, ui. Aber ihr macht das trotzdem, ich weiß es. Ich glaube an euch. Ha, ihr lasst euch von so einer blöden Glocke nichts sagen. Ihr seid euer eigener Chef. Nee, nicht Colin ist der Chef. Ihr seid der Chef von eurem Leben. Tschüss. Euer Barack Obama.